Und der Titel unserer Tagung in dieser doppelten Begrifflichkeit von Baustelle und grüner Ordnungspolitik verweist ja mindestens auf zwei große Fragestellungen, nämlich erstens grüne Wirtschaftspolitik als ein Work in Progress. Man kann bei allem Wohlwollen nicht sagen, dass es sowas wie ein klares, konzeptionelles, wirtschaftstheoretisches Fundament für grüne Wirtschaftspolitik gäbe, trotz einer sehr langen wirtschaftspolitischen Debatte, im Grunde seit der Gründung der Partei. Und gleichzeitig verweist der Begriff auf grüne Ordnungspolitik auf eine wirtschaftstheoretische Tradition, die wir in dieser Tagung auf ihre Brauchbarkeit, auf ihre Tauglichkeit für die Herausforderungen testen wollen, denen sich heute grüne Wirtschaftspolitik gegenüber sieht, nämlich die Tradition der Freiburger Schule, die von Walter Eucken und anderen begründet wurde, eigentlich schon seit den 30er Jahren, aber dann vor allem in den 40er, 50er Jahren und die dann nach dem Krieg zur Grundlage des Konzepts der sozialen Marktwirtschaft geworden ist. Und mich hat an dieser Denktradition, an dieser Denkschule immer fasziniert, dass sie vom Grundgedanken einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung ausging. Wobei freiheitlich eben nicht zu verwechseln ist mit einer Laissez-faire-Ökonomie. Also das, was so im neuen Sprachgebrauch Neoliberalismus heißt. Damals trat die Freiburger Schule an unter diesem Begriff Neoliberalismus und grenzte sich damit aber gerade ab gegenüber einer Vorstellung von Nachtwächterstaat, der sozusagen die Ökonomie im Wesentlichen sich selbst überlässt, sondern zielte darauf die Freiheit, und zwar sowohl die ökonomische wie die politische Freiheit der Bürgerinnen und Bürger nach zwei Seiten zu verteidigen, nämlich gegen einen übermächtigen Staat und gegenüber wirtschaftlicher Machtkonzentration. Das sind so die beiden Pole. Und es ist also ein Versuch, eine Art dritten Weg zu entwickeln, wirtschaftspolitisch, der nur zu verstehen ist vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Totalitarismus in den 30er und 40er Jahren. Und auch vorher noch der großen Weltwirtschaftskrise Ende der 20er. Also einerseits Marktversagen und auf der anderen Seite absolute Macht des Staates, sowohl in der stalinistischen wie in der nationalsozialistischen Form. Dagegen war das ein Versuch, Wirtschaft und Wirtschaftspolitik neu zu denken. Und ich habe aus Anlass dieser Tagung, die nämlich in Kooperation wieder mit dem Walter-Eucken-Institut stattfindet, wofür ich mich sehr herzlich bedanke, nochmal eine Tagungsband aus dem Archiv gezogen, der ist aus dem Jahr 2000. Grüne Ordnungsökonomik, eine Option moderner Wirtschaftspolitik. Das ist die Dokumentation einer Tagung, die wir damals schon mit dem Walter-Eucken-Institut veranstaltet haben. Und wenn Sie die Teilnehmerliste und die Referentenliste, Autorenliste dieses Bandes sich angucken, dann ist das fast sowas wie ein Who is Who, sowohl damals der Wirtschaftswissenschaften wie grüner Politik. Also da haben Leute unter anderem geschrieben wie Fritz Kuhn und Bütikofer und Bärbel Höhn, Gerhard Schick, meine Wenigkeit. Und ich kann es wirklich nur sehr empfehlen, weil vieles, was da formuliert ist, ich will das jetzt nicht lange zitieren, ist nach wie vor hochaktuell und wir würden gerne in dieser Tagung heute daran anknüpfen. Grüne Wirtschaftspolitik steht heute vor mindestens drei großen Herausforderungen, nämlich globalisierte Finanz- und Gütermärkte, also die Frage, wie sich Marktwirtschaft auf globaler Ebene noch steuern
regulieren lässt, die sich der Verfügungsgewalt von Nationalstaaten weitgehend entzogen hat. Wachsende soziale Ungleichheit, nicht nur in unseren westlichen Gesellschaften, sondern auch in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Und natürlich die große ökologische Herausforderung, bei der der Klimawandel nur die Spitze des Eisbergs ist, also die Gefährdung der ökologischen Lebensgrundlagen, der planetarischen Systeme, von denen die menschliche Zivilisation abhängt. Und im Grunde geht es um die Frage, die Winfried Kretschmann in einem Beitrag für das Internetdossier zu dieser Tagung so formuliert hat: Wie lässt sich das Versprechen von Wohlstand für alle mit dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen verbinden? Das enthält also sowohl ein Gerechtigkeitselement, wie diese ökologische Frage als zentrale Herausforderung für eine zukunftsfähige Wirtschaftsordnung. Und beides zusammen erfordert jedenfalls aus unserer Sicht eine wirklich fundamentale Erneuerung unserer Wirtschaftsweise. Zum einen eine Entkopplung von wirtschaftlichem Wachstum und Naturverbrauch. Das ist das, was wir grüne industrielle Revolution nennen. Aber gleichzeitig eben auch Vorkehrungen, die eine stärker inklusive, nicht nur Verteilung, sondern Partizipation an der Wirtschaft ermöglichen für nicht nur in unserer eigenen Gesellschaft, sondern für Milliarden von Menschen, die heute nach wie vor in bitterer Armut leben. Und es hat ja immer zwei grundlegende und also widerstreitende Tendenzen von grüner Wirtschaftspolitik und mehr noch grüner Gesellschaftspolitik gegeben. Eine eher, ich würde sagen, konservativ bewahrende und fortschrittsskeptische Tradition in grüner Politik. Also Wachstumskritik, der klassische Naturschutz, Technikkritik, eine tiefe Skepsis gegenüber neuen Technologien. Heute Gentechnik, wenn man ein bisschen längeres Gedächtnis hat, weiß man, dass die Grünen auch dem Internet und der ganzen Computertechnik ausgesprochen skeptisch gegenüberstanden. Entscheidung über neue Techniken nicht dem Markt überlassen. Und wenn man das ordnungspolitisch zuspitzt, dann lief diese Traditionslinie doch auf eine sehr starke etatistische Tendenz hinaus, also Beschränkung und Kontrolle von Produktion und Konsum durch Politik, durch staatliche Regulierung. Aber es gibt eben auch einen zweiten Strang in diesem grünen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Denken. Und das ist sehr viel stärker auf Innovation, auf kreative Lösungen, auf Eigeninitiative, auch auf Unternehmertum im positiven Sinn gerichtet. Da geht es um qualitative, also zielgerichtete Innovationen und um ein Verhältnis von Markt und Staat, was das grüne Grundsatzprogramm noch in der Formel beschreibt: so viel Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig. Das ist eine ziemlich, wenn man das heute hört, überraschende Formulierung aus einer grünen Perspektive. Ich bin mir nicht sicher, ob die Grünen das heute noch mal so formulieren würden. Das ist sozusagen der Rahmen, in dem wir uns in dieser Konferenz bewegen wollen. Ich freue mich sehr auf interessante und hoffentlich ertragreiche, in dem Sinn von handlungsorientierte Diskussionen und Erkenntnisse. Und würde jetzt gerne Herrn Lars Feld, Professor und Direktor des Walter-Eucken-Instituts, Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung einladen, hier den ersten Vortrag zu geben, der dann den Rahmen für unsere folgende Podiumsdiskussion spannt. Vielen Dank und Professor Feld, bitte sehr.